Bevor ich jetzt auf das Kernthema komme, möchte ich doch mal hier viel für Frieden schaffen ohne Waffen und Antikriegsversuche auch da sind, dazu doch ein ganz kleines Wort sagen. Was unsere Regierung leistet, ist in jeder Weise verfassungswidrig. Ich möchte das am Grundgesetz erklären. In Artikel 1 heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das ist Satz 1 von dem Artikel. Und der Satz 2 heißt, das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Das heißt, laut Grundgesetz ist unsere Politik dazu verpflichtet, für die Menschenwürde einzutreten. Und es ist ihr verboten, für politische Sonderinteressen einzutreten. Seien es die Interessen Amerikas gegenüber Russland oder seien es die Interessen Netanjahus in Israel. Die Verpflichtung der deutschen Regierung laut Grundgesetz ist ausschließlich die, im Sinne der Menschenwürde tätig zu sein. Im Sinne der Menschenwürde heißt, im Falle jetzt Israels nicht zu sagen, die Unterstützung Israels ist deutsches Staatsräson. Es hat verständliche Gründe, dieser Satz, aber er ist verfassungswidrig. Die Unterstützung der Menschenwürde, egal wo und bei wem, ist deutsches Staatsräson. Das ist das Thema. Und damit würde man völlig anders in der Welt stehen und sich nicht in eine Sonderposition, die jetzt sehr an die amerikanische Position gebunden ist und uns in Konflikt mit der gesamten Welt, übrigen Welt bringt, stellen. Und vor allen Dingen in Konflikt mit der Menschlichkeit in jeder Weise. So in dieser, das war hier vorneweg zu sagen. Das Thema Verfassung ist bei unseren Politikern überhaupt nicht besonders beliebt. Es gibt ja den Verfassungsschutz, der immer die Verfassungswidrigkeiten feststellt. Ich sage immer, wenn ihr echt ein Thema braucht, geht in den Bundestag. Guckt den Bundestag ein, sperrt sie alle ein. Es gibt dort die Verfassung nicht. Ich bin heute eingeladen zu einem besonderen Thema. Was ist die zentrale Frage für unser Land? Hat er schon vorgesagt. Als ich das gelesen habe, dachte ich immer, oh, ich hätte das so nicht formuliert, klingt größenwahnsinnig. Ne? Aber wenn er das formuliert, dann überlege ich mir, ob ich das Entsprechende zu sagen habe. Oder wenn man hier so nicht einlädt mit diesem Thema. Und dazu möchte ich jetzt was sagen. Was sind die zentralen Fragen für unser Land? Und gibt es die zentrale Frage? Das sind zwei verschiedene Dinge. Was sind zentrale Fragen und gibt es die zentrale Frage? Ich möchte sagen, zentrale Fragen zurzeit, er hat es angedeutet. Was ist mit unserem Gesundheitssystem? Wie stehen unsere Schulen da? Wie werden die Kinder behandelt? Wie werden die Alten behandelt? Werden unsere Bahnen irgendwann mal wieder funktionieren? Was ist mit der Energie? Können wir sie uns so lange leisten? Und schaffen wir es, sie so einzurichten, dass die Wirtschaft nicht abhaut? Was ist mit den Bauern? Also man kann Themen aufmachen, so viel, dass es kracht. Wie schaffen wir es, dass die Richter wieder verfassungsgemäß und im Sinne der richterlichen Unbefangenheit und so weiter arbeiten? Nach rechtsstaatlichen Prinzipien wird Corona aufgearbeitet werden? Eine der großen Fragen. Es gibt so viele Fragen. Wann können wir unseren Politikern wieder trauen? Das ist eine der schwersten Fragen, die wir uns überhaupt zu stellen haben heutzutage. Und was ist mit der Presse? Wird das Bargeld abgeschafft? Was ist mit dem Krieg? Wenn man so guckt, wenn man die Themen alle zusammenführen würde, es wäre ein unglaubliches Potpourri von Themen. Und wenn man irgendwo fragt, wo läuft eigentlich was gerade? Es gibt nicht einen einzigen Punkt in diesem Land, wo noch was gerade läuft. Korruption! Die Korruption läuft gerade. Wunderbar.
man sich abbauen. Funktioniert auch super. Und damit komme ich zum Hauptpunkt der Frage. Wenn man fragt, was sind die wichtigen Themen in diesem Land? Das sind alles wichtige Themen. Und alle diese Themen treiben punktuell Menschen auf die Straße, Assange und so weiter und so fort. Alle diese treiben punktuell. Und diese Menschen stehen alle eigentlich doch nebeneinander mit ihren Themen. Obwohl es, und da ist die Frage, gibt es ein Thema, was alles verbindet? Und ich stelle die Frage. Und die Frage heißt ganz einfach, bei allem, was da läuft, wer hat eigentlich die Macht im Staate? Ich mache mal ein paar Angebote. WEF, WHO, EU, die Amerikaner. Wer hat eigentlich die Macht im Staat? Unsere Politiker? Da sagst du, nee, eigentlich nicht. Die haben schon lange nichts mehr zu sagen. Also so in der Art, da steht man, wer hat eigentlich die Macht im Staate? Im Sinne der Verfassung heißt es, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Die große Frage heißt, wo treffen wir mal den Volke? Wo ist der Volke? Wer ist der Volke? Er möge sich bitte vorstellen. Das ist das Problem. Und das Problem, was wir haben, sind auch die Einzelbewegungen oder die Einzelprobleme. Es ist halt eine Fülle. Ein zusammenbrechendes Haus, da geht halt die Wasserleitung kaputt, der Strom geht kaputt, alles geht kaputt. Ne? Und so weiter. So ist das ja auch. Alles geht kaputt. Aber was ist das Grundproblem? Das Grundproblem ist, dass wir nichts zu sagen haben. Und zwar schon seit 1949. Ja. Aber in immer verschärfter Form. Solange die DDR noch gewissermaßen nicht im Westen war, nicht eingegliedert war, sah es im Westen anders aus. Da hatte man das Gefühl, das Grundgesetz ist tatsächlich stimmig oder stimmt. Aber das Gefühl dürfte jetzt vergangen sein. Da ist das Problem. Und da ist die Frage, die ich heute stelle, ist, wie man die Machtfrage im Grunde lösen kann. Also die Einzelthemen auch, aber die Machtfrage im Grunde. Die Machtfrage heißt, wie gehen wir damit um, dass wir unseren Staat wieder in den Griff bekommen, dass wir unseren Staat nicht wieder in den Griff bekommen, das allererste Mal in den Griff bekommen. Wie schaffen wir es, dass es wie im Sinne des Grundgesetzes heißt, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, den Staat etwas zu tun, was den Staat in unsere Macht setzt und nicht uns zu opfern werden lässt. Weiter zu opfern werden lässt. Es gibt ein ganz einfaches Mittel. Das Mittel ist einfach in der Struktur und trotzdem schwer zu erreichen, weil viele Menschen mitmachen müssen. Aber es geht ohne Gewalt und ohne, dass wir einen in die Fresse kriegen und ohne, dass die Polizei uns vor den Plätzen, das Mittel geht ganz einfach. Wir haben etwas Besonderes im Grundgesetz. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes waren darauf vorbereitet, was hier ist. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben etwas vorbereitet, dass das Volk, das Ideal der Mütter und Väter des Grundgesetzes war, dass eine Verfassung etwas ist, was das Volk aus eigenem Antrieb in die Welt stellt. Das Ideal von Carlo Schmitt war, eine Verfassung ist nichts anderes als die in Rechtsform gebrachte Selbstverwirklichung der Freiheit eines Volkes. Das muss ich nochmal sagen. Eine Verfassung ist nichts anderes als die in Rechtsform gebrachte Selbstverwirklichung der Freiheit eines Volkes. Vor wem frei? Vor der Politik. Deswegen sind die Grundrechte hingesetzt worden als Widerstand gegen die Politik. Und das ist das deutlich? Deswegen sind die Grund als eine Verfassung ist nichts anderes als die in Rechtsform gebrachte Selbstverwirklichung der Freiheit eines Volkes. Und deswegen hat er 1949 gesagt, als die Amerikaner und die Westalliierten wollten, ihr macht jetzt eine Verfassung, hat er gesagt, können wir nicht. Hier ist die Totalbesetzung, die Besatzer haben Allmacht, wir können keine Verfassung machen, wir können nur ein Grundgesetz machen. Und der Begriff des Grundgesetzes für Carlo Schmitt, der hat diese Idee gehabt, war, ein Grundgesetz ist
eben nicht die Selbstverwirklichung der Freiheit eines Volkes, sondern ein Grundgesetz ist nichts anderes als eine Ordnungsstruktur für einen besetzten Bereich. Und da hat er gesagt, es ist nur die Ordnungsstruktur im besetzten Bereich, aber der Form nach ist es provisorisch, dem Inhalt nach muss es stimmen. Das ist der Vorlauf, dem Inhalt nach muss es stimmen. Und dann haben die gerungen mit den Amerikanern darum, da was hinzusetzen, was seiner Veranlagung nach unglaublich positiv ist. Die Freiheitsrechte vorne zu erwähnen, im Eingang die Freiheitsrechte des Menschen zu entfalten und über den Staat erst in Artikel 20 zu sprechen. In der DDR war es umgekehrt, da wurde sofort gesagt, Artikel 1, die DDR ist ein sozialistischer Bauern- und Arbeiterstaat unter der Führung der SED, dann ab 68, ja, so, und dann wurde die Staatsstruktur entwickelt und dann wurde in Artikel 19 gesagt, innerhalb dieser Struktur haben alle Deutschen das Recht, in freier Weise an der Ausgestaltung des Sozialismus mit tätig zu sein. So, das ist, da wird ein Käfig aufgebaut und man darf in dem Käfig wirken. Alle Verfassungen der Welt sind fast so aufgebaut. Die amerikanische ganz extrem. So, irgendwo kommen die Menschenrechte. Hier sind die Menschenrechte entfaltet. Und dann erst in Artikel 20 steht überhaupt mal die Bundesrepublik. Und dann ist die totale Anbindung dessen, die ist vollständig, der Artikel 20, gehoben aus den Grundrechten. Da sind keine Partikularinteressen drin. Und daraus ist die Staatsstruktur entwickelt. Das ist eine Besonderheit im Grundgesetz. Und dann hat er, und vorne, ich will nur ganz kurz die Architektur des Grundgesetzes erklären. Ganz vorne hat er draufgeschrieben, damit klar ist, dass das Grundgesetz keine Verfassung ist. Hat er nicht draufgeschrieben, Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. Er hat aber auch nicht draufgeschrieben, Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Wenn man sich das anguckt, heißt es Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, nicht Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Das ist ein Unterschied. Wer es sehen will, steht auf allen Grundgesetzen vorne drauf. Und das ist der Eingang des Grundgesetzes und am Ende des Grundgesetzes steht Artikel 146, der letzte Artikel im Grundgesetz, heißt, dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Unsere Politiker gehen heute hin und sagen, das Grundgesetz ist doch die Verfassung. Für unsere Politiker hat das Grundgesetz die Verfassung zu sein. Das ist die Besonderheit. Ich muss das deutlich auseinandernehmen. Also für unsere Politiker, das Grundgesetz ist so gebaut, dass die Politiker ihren Spielplatz im Grundgesetz kriegen. Die Politiker sind nicht verfassungsgebende Gewalt, sondern verfasste Gewalt. Und für die verfasste Gewalt hat das Grundgesetz die Verfassung zu sein. Die haben sich danach zu richten. Das Problem ist nur, wenn die Politiker sagen, das Grundgesetz ist eine Verfassung, da kann man sagen, wunderbar, für dich ist es sie. Warum, du Arschloch, hältst du dich nicht dran? Für die verfasste Gewalt hat das Grundgesetz die Verfassung zu sein. Für das Volk nicht. Da fehlt was. Der Schritt, das Grundgesetz zur Verfassung zu erheben. Carlo Schmitt hat das ganz deutlich gesagt. Eine Verfassung ist nichts anderes als die in Rechtsform gebrachte Selbstverwirklichung der Freiheit eines Volkes. Dann hat er gesagt, auch der Beitritt aller noch vorhandenen deutschen Gebiete damals, das war ja nur Westdeutschland, wird dieses Grundgesetz nicht zu einer Verfassung machen können. Diese wird es erst geben, wenn das deutsche Volk Form und Inhalt seiner Verfassung in freier Entscheidung beschlossen haben wird. Wir sind 1989 alle über den Tisch gezogen worden. Und damit das ganz klar ist, möchte ich vorlesen, was unsere Politiker vorne reingeschrieben haben ins Grundgesetz. In die Präambel.
Wenn man irgendwas lesen will, Frau Merkel wurde gefragt zum 70. Geburtstag des Grundgesetzes, damals war sie noch Kanzlerin. Da wurde sie gefragt, was schätzen Sie am Grundgesetz ganz besonders? Da hat sie gesagt, Artikel 1 und die Präambel. Artikel 20, der die Politiker darauf verpflichtet, im Sinne der Menschenwürde tätig zu sein, hat sie überhaupt nicht im Blick. So, das ist nämlich die Staatsstruktur. Jetzt erzähle ich, was in der Präambel steht, warum selbstverständlich unsere Politiker die Präambel so wahnsinnig schätzen. Sie haben das ja auch hineingesudelt, was ich jetzt erzähle. In der Präambel steht, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und dem Volk und so weiter und so fort, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Wer ist die verfassungsgebende Gewalt in diesem Volk? Sie haben reingeschrieben, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Das ist eine Lüge. Die Politiker haben sich selbst in die Position der verfassungsgebenden Gewalt versetzt dabei. Das heißt, das ist eine Anmaßung, die nicht zu akzeptieren ist. Ist das deutlich? Dann haben sie noch was reingeschrieben. Damit gilt dieses Grundgesetz für das gesamte deutsche Volk. Ein Grundgesetz kann nicht für ein Volk gelten, sondern nur für ein Gebiet. Wenn das Grundgesetz für das deutsche Volk gilt, wäre Folgendes möglich. Ich mache ein ganz extremes Beispiel. Ein Araber steinigt hier auf dem Platz seine Frau. Dann kommt die Polizei und fragt, guckt nach dem Pass, haben Sie einen deutschen Pass? Dann sagt er, nee. Hat Ihre Frau einen deutschen Pass? Nee. Dann sagt er, Sie dürfen sich steinigen, für die gilt das Grundgesetz nicht. Wenn das Grundgesetz fürs deutsche Volk geht, kann ich nach Arabien gehen, die härtesten Sprüche machen gegen den Kükenkind, gegen diesen Prinzen, der den Khashoggi da zersägt hat. Ne? Und dann kommt die Polizei und sagt, was machen Sie für Sprüche? Ne? Ja? Dann sage ich, oh Moment, für mich gilt das Grundgesetz, ich habe Meinungsfreiheit. Ich bin deutsches Volk, ich gehöre zum... Merkt man, dass ein Grundgesetz... Damit hat man aber dem Grundgesetz die Position, den Ort geraubt, wo es gilt. Da stand früher, das Grundgesetz gilt in den und den und den und den Ländern. Und das hat man hier geraubt. Und das ganze Grundgesetz so hergerichtet, dass es wegfallen kann. In Artikel 23, wo früher nur drin stand, in welchen Bereichen es gilt, steht heute, dass man genehmigt, dass man erlaubt, das Grundgesetz, die Kompetenzen an die EU abzugeben. Okay, so viel zum Thema. Und jetzt zum Thema, was wir machen können. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben diesen Artikel 146. Der Artikel 146 heißt, dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Ein ganz wichtiger Satz. Dieser Satz ist unser Thema. Wir als Verein in Berlin haben daraus etwas gemacht. Wir haben eine Volksabstimmung in die Welt gestellt. Und in dieser Volksabstimmung gibt es drei Fragen oder drei Dinge, die man beantworten kann. Diese Volksabstimmung, diese Abstimmung läuft jetzt schon länger im Internet und wird heute hier verteilt, dass man sie unterschreiben kann. Diese Abstimmung besteht aus drei Fragen. Ich stimme zu, das Grundgesetz nach Artikel 146 zur Verfassung der Bundesrepublik zu erheben. Ich möchte was sagen. Theoretisch kann man alles Mögliche zur Verfassung erheben. Nach Artikel 146 heißt, dieses Grundgesetz verliert die Gültigkeit an dem Tag, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Man könnte jetzt irgendeine Verfassung schreiben. Man hat aber verschiedene Probleme. Erstmal ist das Grundgesetz unglaublich positiv gedacht. Es ist noch längst nicht entfaltet. Das ist was völlig anderes. Das ist unglaublich positiv veranlagt, wenn es auch durch die Amerikaner und den Schwachsinn unserer Politiker nicht in richtiger Weise entfaltet wurde. Das ist eine ganz andere Geschichte. Wenn man was Neues macht, dann sagen die Machthaber, das sind Verfassungsfeinde und man hat sofort den Verfassungsschutz und alles an der Backe. Ist das deutlich?
Wir machen was Neues, dann sagen die, die sind gegen das Grundgesetz und Verfassungsfeinde, sind Reichsbürger und alles Mögliche, seid ihr raus. Dann ist man raus aus dem System. Wenn man sagt, wir erheben das Grundgesetz zur Verfassung, was wollen sie da machen? Wir erheben das Grundgesetz in eine Höhe, wo es bisher noch nicht ist. Da kann man nicht sagen, wir sind Verfassungsfeinde, sozusagen. Ja, sogar im doppelten Sinne nicht. Jetzt hat die Sache aber ein Problem und auf das muss ich hinweisen. Wenn man nur das Grundgesetz zur Verfassung erhebt, erhebt man alles, was im Grundgesetz nicht in Ordnung ist, auch zur Verfassung. Im Grundgesetz ist sehr vieles nicht in Ordnung. Artikel 1 Absatz 2 heißt, alle Staatsgewalt geht vom Volk aus, sie wird vom Volk in Wahlen und Abstimmungen durchgeführt. Wie wir abstimmen können, wissen wir nicht. Wir müssen eine riesen Volksabstimmung haben zum Thema, ob wir die Speerspitze gegen Russland sein wollen, ob wir Krieg haben wollen. Das wäre ein Thema, das hätten wir zu stellen. Als Volksabstimmung, bevor unser durchgeknalltes Personal hier Tatsachen schafft, die mit weder der Verfassung noch mit dem Volkeswillen noch mit irgendeinem gesunden Gedanken, der überhaupt existiert in der Welt, irgendeine Verbindung hat. Wenn man das Grundgesetz zur Verfassung erhebt, erhebt man vieles, was nicht in Ordnung ist, mit zur Verfassung. Wenn man es einfach so zur Verfassung erhebt, ist das deutlich? Dann erhebt man auch Scheiße zu Gold und würde den jetzigen Zustand nur zementieren. Deswegen darf man nie sagen, wir erheben nur das Grundgesetz zur Verfassung. Sondern man muss es weitergehen. Und jetzt sage ich die zwei weiteren Fragen. Die erste heißt, ich stimme zu, das Grundgesetz nach Artikel 146 zur Verfassung zu erheben. Nicht was anderes zu machen. Das Grundgesetz zur Verfassung zu erheben. Die Besonderheit am Grundgesetz ist Zentralstellung der Menschenwürde. Das Grundgesetz ist nicht wie alle anderen Verfassungen der Welt so gebaut, dass es das Volkswohl garantiert. Alle Verfassungen der Welt sind aufs Volkswohl orientiert. Das Grundgesetz nicht, und zwar aus folgendem Grunde. Der Adolf hat nie was anderes gesagt, als dass es ums Volkswohl geht. Was das Volkswohl ist, definiert immer die herrschende Obrigkeit. Deswegen ist auch eine Vereinigung von Frau Merkel oder von unserem Bundespimp. Jetzt. Aufs Volkswohl, verfassungswidrig, auf die Würde des Menschen und die Achtung der Freiheitsrechte. So, das Grundgesetz spricht nirgends vom Volkswohl, sondern es ist statt auf das Volkswohl auf die Würde des Einzelmenschen ausgerichtet. Die Würde des Menschen unantastbar, sie zu achten und zu schützen, ist Aufgabe aller Staatengewalt. Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Das ist der Hammer. So, und das Grundgesetz geht davon aus, dass das Volkswohl existiert, wenn das Recht des Menschen, die Würde des Menschen geachtet ist. Das ist die Besonderheit, da brauchen wir über das Volkswohl nicht mehr reden. So viel zum Thema. Wir erheben das Grundgesetz zur Verfassung. Also ich habe das nur nebenbei gesagt. Ich stimme zu, das Grundgesetz nach Artikel 146 zur Verfassung zu erheben. Aber wie vieles da drinnen nicht stimmt, ist der Hammer. Ich stimme zu, das ist der zweite Punkt, Volksabstimmung vollumfänglich in der Verfassung zu verankern. Wollen wir Speerspitze gegen Russland sein? Ist es richtig, dass unsere Politiker ihre Kompetenzen abgeben an eine nicht verfasste und absolut nicht demokratische EU? Der nächste Punkt. Da gibt es ganz viele Punkte. Ist es, was haben wir? Du bist. Nee, brauche ich nicht. Also, das ist der zweite Punkt. Ist das deutlich? Da kommen unheimlich viele Fragen. Volksabstimmung vollumfänglich. Wie stellen wir uns die EU vor? Wo machen wir mit? Da gibt es Millionen Fragen. Ist das deutlich? So, die nächste Frage heißt, ich stimme zu, dass über die Inhalte der Verfassung nur per Volksabstimmung zu entschließen ist. Ich wiederhole die drei Fragen dieser Volksabstimmung. Ich stimme zu, dass unser Grundgesetz nach Artikel 146 zur Verfassung der Bundesrepublik zu erheben. Ich stimme zu, das Recht auf Volksabstimmung vollumfänglich in der Verfassung zu verankern. Und ich stimme zu, dass über die Inhalte der Verfassung nur per Volksabstimmung entschieden werden kann. Das sind die drei Fragen.
Und dazu gibt man einmal ein Ja oder ein Nein zum Gesamtpaket. Diese Abstimmung läuft unter www.unsere-verfassung.de. Die Flyer, die werden hier dann hoffentlich gleich im großen Maßstab verteilt und man kann sie sich erholen. Man kann auch gleich unterschreiben. Wir haben diese Abstimmung aber nicht nur als solche in die Welt gestellt, weil wenn sie nur jetzt angenommen, sie würde jetzt von, was weiß ich, 30 Millionen Leuten unterschrieben werden, dann wäre es nichts weiteres als ein Willensakt, ein Willensimpuls. Da sage ich, ich will das. Und sagen unsere Politiker, toll, dass du das willst. Und dann kommt die nächste Frage. Ja, wer setzt denn das um, dass es auch fast stattfindet? Volksabstimmung vollumfänglich. Wer macht denn die Gesetze dafür? Müssen wir jetzt hingehen? Bei uns machen ja die Gesetze nur die Politiker. Wenn Politiker Volksabstimmungsgesetze machen sollen, mehr Demokratie hat das über 30 Jahre versucht, der Verein oder Omnibus für direkte Demokratie. Ne? Versuchen die Politiker zu überzeugen, Volksabstimmung vollumfänglich die Gesetze dafür zu machen. Man muss begreifen, Volksabstimmung ist für die Politiker nackte Konkurrenz. Wer die Politiker fragt, dass sie Volksabstimmungsgesetze machen, der ist so schlau, wie wenn man die Mafia fragt, dass sie Gesetze machen zur Einschränkung ihrer eigenen Macht. Alle Parteien, die heute von Volksabstimmung reden, sind nur die Parteien, die keine Wahlchancen haben. Sobald sie die Chance haben, in die Höhe der Macht zu kommen, hören sie sofort damit auf. Die Grünen haben, bevor sie an die Macht kamen, das sogar aus dem Parteiprogramm gestrichen. Das muss man einmal begriffen haben. Das heißt, der Weg ist so, dass wir uns zusätzlich die Aufgabe zu unseren drei Fragen gestellt haben, wie man es schafft, dass wir uns selber nicht nur diesen Willensimpuls machen mit den drei Fragen, sondern sofort die Gesetze mit reintun. Die notwendigen Gesetze, die Gesetze für Volksabstimmung dürfen niemals in die Hand von Politikern kommen. Und zwar für Volksabstimmung auf allen Ebenen, auch für die Volksabstimmung auf Länderebene. Permanent, die Politiker, die kümmern sich nicht drum. Erstmal legen sie einem Gesetze vor und machen da lauter Scheiß rein und am Ende kümmern sie sich nicht drum. Nein, das darf nicht sein. So ungefähr. Wir müssen als souverän. Die Volksabstimmung ist das Element des Souveräns. Und die Frage ist, wie kriegt man Gesetze in die Welt, ohne dass unsere Politiker was zu sagen haben? Es ist ja so, dass sie heute werden alle Gesetze über Artikel 20, über das Parlament gemacht, über Bundestag und Bundesrat. Alle Gesetze. Das haben wir uns gleich mitgestellt und deswegen, ich sage ganz vorsichtig, wenn diese Abstimmung läuft, ich stimme zu, das Grundgesetz nach Artikel 146 des Verfassungsrechts, ich stimme zu, Volksabstimmung vollumfänglich in der Verfassung zu verankern. Ich stimme zu, dass über die Inhalte der Verfassung nur per Volksabstimmung entschieden werden kann. Wenn man in diesem Abstimmungsding ist, dann steht, die Änderungen des Grundgesetzes, des Textes des Grundgesetzes, die damit vollzogen werden müssen, im Einzelnen. Und dann wird das genau durchgezogen. Nur damit man sich das ein bisschen vorstellen kann. Ich soll aufhören, gell? Ist die Zeit schon um? Nein, alles gut. Alles gut. Wir haben Zeit. Scheiße, ich finde den Zettel nicht. Ist ja da vielleicht drunter. Damit man sich das vorstellen kann, die Änderung des Textes des Grundgesetzes, das wird dann alles mit abgestimmt. Das ist das Wichtige, worauf ich hinweisen will. Zum Beispiel steht in Artikel 23 zur Verwirklichung eines geeinten Europas wirkt die Bundesregierung Deutschland bei der Entwicklung der Europäischen Union mit. Der Bund kann hierzu durch Gesetz mit Zustimmung des Bundesrates Hoheitsrechte übertragen. Nein. Und weg tschüss. Sind sie. Und tschüss. Unsere Politiker haben in Wirklichkeit schon lange gar nichts mehr zu sagen. Es sieht nur noch so aus. Die haben ihre Hoheitsrechte alle übertragen. Das steht da drin. Der Bund mit dem Bundestag zusammen. Da haben wir die Ergänzung gemacht. Da heißt es jetzt, der Bund kann durch Gesetz mit Zustimmung des Bundesrates Hoheitsrechte übertragen, sofern das Volk in einem Volksentscheid nach Artikel 78a zustimmt. Ist das deutlich? Oder in Artikel 76 steht,
Gesetzesvorlagen werden beim Bundestag durch die Bundesregierung aus der Mitte des Bundestages oder durch den Bundesrat eingebracht. Gesetzesvorlagen. Kanderat kann gar nichts vorbringen. Und wir haben ergänzt und haben gesagt, Gesetzesvorlegen werden beim Bundesrat durch die Bundesregierung aus der Mitte des Bundesrates, Bundestages, aus dem Bundesrat oder vom Volk nach Artikel 78a eingebracht. Damit das ganz klar ist, wir haben den Verfassungstext gleich mit reingeschrieben, den geänderten, und sobald abgestimmt wird, ist er mit abgestimmt. Ist das deutlich? Super. Nämlich von der reinen Willensbekundung hat man gar nichts. Ich hatte eine Diskussion mit Sarah Wagenknecht, die hat gesagt, aber am Ende muss das doch irgendjemand legitimieren. Da sage ich, der Bundespräsident. Ja. Das hat sie nicht gesagt, aber das war ihr Problem an der Stelle. Ja, so, aber ja, wer denn sonst? Ja, oder der Bundesverfassungsgericht. Wenn man die Herrschaften da kennt, dann ist es eine andere Geschichte. Aber so, das ist das. Das ist gleich mit abgestimmt und es gilt, weil das Volk das abgestimmt hat über Artikel 146. In Artikel 146 heißt nämlich, dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Das heißt, dass unsere gesamte politische Gewalt in diesem Prozess nichts zu sagen hat. Des Weiteren ist vollständig, die Volksgesetzgebung wird dort auch mit abgestimmt. Ihr müsst euch das angucken, ich kann es nur sagen, wie man vollumfängliche Volksabstimmungen macht. Also es ist ja was anderes, ob was in der Verfassung steht oder ob es eine Gesetzgebung für was gibt. In der Verfassung stehen Artikel, in der Gesetzgebung stehen Paragraphen und da steht drin, wie viele Leute, in welcher Zeit, mit welchen Geldern und mit welchen Konsequenzen was zu machen haben und so weiter und so fort. Das steht in den Gesetzen. Die sind auch da eingeführt, das heißt, die sind auch mit abgestimmt, sodass durch die Abstimmung wir vollständig souverän sind und kein Politiker dazwischen zu quatschen hat. Die sind nämlich abgeschafft für diesen Prozess. Sehr gut. Hinterher sind sie ja wieder da. Aber wir sind dann der Chef. Das ist der Unterschied. So, und ich werde zum Schlusswort aufgerufen hier. Ich hoffe, euch ist nicht kalt geworden, sondern vielleicht sogar ein bisschen warm bei dem, was ich hier erzählt habe. Das Schlusswort kommt jetzt in folgender Art. Ich stimme zu. Die dritte Frage, dass über die Inhalte der Verfassung nur per Volksabstimmung zu entscheiden ist. Daraus ergibt sich das Recht auf eine verfassungsklärende Versammlung. Ich muss das sagen, die wird stattfinden auf der Herren-Chiemsee-Insel. Im Chiemsee. Der Chiemsee ist ein wunderschöner, großer See mit Blick auf die Alpen. Dort auf der Herren, es gibt zwei Inseln, zwei große Inseln. Das eine ist die Fraueninsel und die Herreninsel. Auf der Herreninsel ist das Grundgesetz geschrieben worden. Da sind zwei Schlösser drauf und in diesen Schlössern ist das Grundgesetz geschrieben worden. Die verfassungsklärende Versammlung wird dort stattfinden. Wenn wir genügend Stimmen haben, das ist öffentliches Gelände, und wenn wir genügend Stimmen haben, entscheidet der Souverän, dieses öffentliche Gelände dafür zu nutzen. Ganz einfach. In die verfassungsklärende Versammlung, wen holt man da rein? Den Bundespräsidenten. Den Chef vom Bundesverfassungsgericht. Dann Experten. Unabhängige Experten. Die Leute werden per Los gezogen. Per Los aus der Gesamtheit der Bevölkerung. Und die Leute, die dahin gezogen werden, das können sehr viele sein. Das eine Schloss ist riesig. Da kann man also Leute reinhauen wie nichts. Diese Leute werden da alle hindurch und die kriegen Verdienstausfall, Übernachtung, Essen, alles finanziert. Am besten von den Kriegskosten. Ja. Weil der Souverän das entscheidet, wenn wir genügend Stimmen haben. Ist das deutlich? Ja. So. Und dann wird diese Riesengruppe in 11 Gruppen eingeteilt. Jetzt fragt man sich, warum in 11 Gruppen? Das Grundgesetz hat 11 Kapitel. Ah, okay. Und jede Gruppe kriegt die Aufgabe, das Grundgesetz im Sinne
von Artikel 1 und Artikel 20 zu klären. Das Kapitel, was sie vorgelegt kriegt. Ich mache nur ein Beispiel. Im 11. Kapitel stehen die Besatzungsrechte. Da ist die Frage, sag mal, jetzt haben wir uns hier zum Souverän gemacht, gelten die Besatzungsrechte noch? Ja, so. So, dann heißt die nächste Frage, alle Geheimverträge kommen auf den Tisch. Alle Geheimverträge. Weil es kann ja was drin stehen, was Sinn macht. Man muss ja nicht gleich alles rausschmeißen. Es kann ja was drin stehen, was Sinn macht. Wir gucken uns das an. Geheimverträge, die nicht auf den Tisch kommen, gelten ab sofort als nicht mehr vorhanden. Punkt 1. Im 9. Kapitel ist die fehlende Gewaltenteilung festgeschrieben, dass unsere Politiker Recht haben, über die Prozesse im Gericht mitzudenken. Ne? Unsere Staatsanwälte sind vollständig weisungsgebunden an die jeweiligen Politiker. Und die Karriere unserer Richter hängt von den jeweiligen Justizministern der Länder ab. Das heißt, die werden immer, demnächst kommt, wenn im ersten Bundesland in Deutschland die AfD kommt, dann sollt ihr sehen, wie die Hälse wenden, um ihre Macht zu behalten oder um ihre Plätze zu halten. Ja, das ist ein Riesenproblem. Ne? So, das ist das. Und da wird die Frage stehen, entspricht das der Menschenwürde, Artikel 1, und entspricht das echter Demokratie und echtem Rechtsstaat oder nicht? Oder sind es nur politische Vorteile, Vorteile für die jeweiligen Parteien? Dann darf man das streichen. Artikel 1, oder ich hau jetzt sofort, bin sofort fertig. Erste Kapitel, ganz wichtig. In diese Grundrechte darf per Gesetz eingegriffen werden. Inwiefern ist das berechtigt oder nicht? Wir haben das alles erlebt. Diese Dinge stehen alle zur Frage. Werden dort ausgearbeitet nach den beiden Artikeln, Artikel 1 und Artikel 20. Das sind die Entscheidungskriterien für alles. Und dann bringt man das ganze Ding zur Volksabstimmung. Das wollte ich nur erzählen. Ohne verfassungsklärende Versammlung gibt es keine Erneuerung in dieser Republik. Das wird alles mit abgestimmt, die Abstimmungsunterlagen. Jeder kann sein Handy nehmen. unsere-verfassung.de. Da kann er die Abstimmung machen. Super. Wer es nicht machen kann, kann es jetzt hier schriftlich. Wir haben es auch schriftlich mitgebracht. Man kann es hier machen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Tut mir leid, wenn es zu lange war. Ja, super.